Ich hab was! Hallöchen, herzlich willkommen! Ich spiele ein Tonband ab. Und hab dich! Nein! Warte! Warte was, du alter Dreckskerl! Bist hier, um mich zu ermorden, oder? Wer hat den Auftrag erteilt? Nein, warte, machen wir ein Spiel draus. Hyperion, nicht? Der Obsidian-Block? Pangolin? Hephaestus United? Maliwan? Wird es wärmer, Barney? Oder kälter? Okay, sie alle und Schlitzerin Karu. Die Schlitzerin Karu? Scheiße, ist Jahre her, dass ich für sie gearbeitet habe. Ich sterbe. Du wirst es überleben, Barnes, falls ich nicht nochmal auf dich schieße. Scheiße, das war echt knapp. Hättest mich fast erwischt. Ach, das sagst du doch nur so. Nein, ich meine es so. Im Ernst. Aber ich schätze, ich sollte eine Weile abtauchen. Die letzten Jahre musste ich ständig über meine Schulter blicken. Kann nicht mal ein Bier genießen. Vielleicht auf Pandora? Pandora? Ha, weißt du was? Ich probier's mal aus. Warum auch nicht? Danke, Barney. War schön, dich mal wieder zu sehen. Falls du nicht stirbst, trinken wir ein Bierchen zusammen, wenn ich mal wieder da bin. Das wäre nett. Warum hast du Leo markiert, Tate? Ich habe nur aus Versehen auf nach oben gezeigt und dann wurde Leo markiert. Ich würde mal sagen, wir sprechen noch kurz mit den zwei Damen. Vielleicht kriegt der Leo dann ihr Level ab. Du sagst, ja, aber jetzt mit Eva hier und dann mit Lilith. Ja, ja, ich bin schon hier bei Eva. Oh, hey Kammerjäger. Es gibt nicht viel zu sagen. Maurice läuft ja nicht weg. Menschen sterben im Krieg. Eines Tages, wenn du alt genug bist, saufen wir uns die Hucke voll und singen Lieder über sie, bis wir heiser sind. Danke. Du hättest nicht mit mir reden müssen, aber ich bin froh, dass du es getan hast. Hier, das ist... Es gehörte ihr. Sie würde wollen, dass du es bekommst. Ich bin sicher, sie machen sich bereit für den Sprung nach Eden 6. Du solltest da oben sein. Okay. Ich glaube, ich muss eine Weile allein sein. Wir bekommen eine extra Belohnung dafür, dass wir das jetzt gemacht haben. Red mal mit dir. Und dann gehen wir zu Maurice. Zur extra Loot, extra Erfahrungspunkte und tausende von Gegnern. Kammerjäger, gut, ja. Du bist hier. Wir müssen Kurs auf Eden 6 nehmen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber Maurice... Was jetzt? Maurice, nicht der königlichen Fuße! Oh, hier schon wieder. Anscheinend haben wir euren Heulkreis gestört. Vielleicht haltet euch das hier etwas auf. Oh, kann man die nicht endlich... Nein! Oh. Alter! Ach, mal, wir gehen in die Videos! That's better! Done and dusted! Was für Erinnerungen! Unsere Anhänger lieben es! Wir haben Rekordzugänge! Die Kräfte eurer toten Sirene sind die Kirsche auf dem Sahnehäubchen! Woo! Ich fächle mir schon den ganzen Tag Weintrauben in den Mund! Lecker! Eure Freundin ist tot! Immer einen Schritt hinterher. Was, Lil? Man sieht sich an der nächsten Kammer. Und das reimt sich überhaupt nicht auf Schmädenschmecks. Tschüssi! Was? Ich weiß nicht, ob diesen Monstern irgendwas oder jemand wichtig ist. Und das macht sie so gefährlich. Tennis sagt, die Kammer unten auf Promethea ist irgendwie mit einer auf Eden 6 verbunden. Wenn die Kalypsos sich diese Kammer unter den Nagel reißen wollen, müssen diese Monster erst an uns vorbei. Zum Glück haben wir einen Freund in dem Gebiet. Geh ins Menü. Claptrap, gib mir Hammerlock auf den Bildschirm. Und eine neue Waffe, geil. Mhm. Und Buch des Sturms. Ein Waffenschmuckstück. Ja. Ich muss leider berichten, dass diese KDK-Fanatiker Hammerlock entführt haben. Und was, jetzt wollen sie wohl mich holen. Noch ein Schritt und ich pump dich voll Blei. Ja! Ich werde mein Familienwappen in deinen feigen Arsch eingravieren. Ula! Du musst erst aufladen und dann... Oh, die mag ich gar nicht, die Dinge. Da habe ich schon so viel verkauft. Sieht so aus, als wären die KDK schon auf Eden 6.
Kammerjäger. Triff dich mit Rainbow. Ah, doch, eine hab ich hier. Und finde heraus, was da unten vor sich geht. Aber ich habe meine Zip-Raketen wieder als coole Waffe. Die Zip-Raketen sind super geil. Ja, gerade bei den Pistolen. Mhm. Und natürlich wieder radioaktiv. So, Maurice! Maurice erwartet nicht gerne. Maurice! Maurice, endlich der vierte Waffenslot. Das wurde auch Leo, Zeit. Bist du fertig mit dem Ausrüsten? Nein. Ja. Okay. Oh nein! Maurice freut sich, dich zu sehen. Was ist los? Ist Maurice das weg? Das Portal ist weg! Ja, das Event ist doch vorbei. Maurice riecht Blut. Was für ein Freudentag. Maurice! Gestern ging's noch. Wissenschaft braucht Geduld. Man muss sie langsam durchkauen. Wie einen Knochen. Oder geht's jetzt nicht weiter? Ich dachte, das ist ja vorhin noch da gewesen, das Portal. Irgendwann musste man Maurice Sprache lernen. Sie ist. Da, vielleicht müssen wir erst navigieren. Vielleicht geht's dann wieder. Ich probiere das, ich hoffe es. Och Mann! Aber wir können doch mit ihm sprechen. Ja. Wir reisen. Aber das Portal war schon offen. Deswegen ist es. Oh! Na klar, ich guck zu euch statt hier. Oh, geil. Hui. Fast aus wie der Jupiter, nur ohne Ringe. Sprich, wie jeder andere Gasriese im Universum. Nein, auch von der Farbgebung her und so. Also wie jeder andere Gasriese. Benutze die Landekapsel. Landekapsel. Huch. Doktor, sein Viech ist hier gerade einfach weggespawnt. Hä? Aber Maurice wird doch jetzt hier wieder angezeigt. Nee, ist unten. Maurice, du enttäuscht mich schwer. So viele menschliche Freuden, die Maurice noch nicht geschmeckt hat. Was ist eine Abfallschorle? Was? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Was? Was ist eine Abfallschorle? Oh Gott. Ich hab jetzt ein Poesiemodul. Okay, mal sehen. Soll ich dich einer Sommerrose vergleichen? Sie ist wie du so ölig nicht und korrosionsbeständig. Die hat einen Kätzchenkopf an ihrer Antenne. Sie ist großartig. Hat's dir gefallen? Nein! Ich werde jeden Dichter jagen und grausam umbringen, damit nur deine süßen Worte auf ewig durch diese Galaxis hallen. Okay? Okay. Nein, ich will auch. Ah, Maurice ist ja vorbei. Wir kamen zu spät. Einen Tag. Schade. Wie sieht die jetzt aus? Okay, jetzt kannst du Treppen steigen. Das macht dich tauschen? Nur in genau einer Sache besser als mich. Na sicher doch. Aber im Ernst, Treppen sind gegenüber Ratten minderwertig. Oh, genau das sage ich schon seit Jahren. Du verstehst mich so gut. Alle bereit? Hör mal, ja. Coyote. Lil hat schon genug verloren, wir alle. Aber außer uns kann einfach niemand den Kampf gegen die KDK aufnehmen. Sei vorsichtig da unten. Okay, dann werden wir gleich losdüsen. Also ich höre noch jemanden im Hintergrund. Ich möchte es erwähnen, falls sie nicht in der Aufnahme sein möchte. Das ist Melly. Das ist Melly. Genau. Das ist ja gut, aber. Die ist öfters mal. Wahnsinn nur, dass sie dann in der Aufnahme ist. Ja, ja. Jo, 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 jo. Liebe Grüße. Wir hören, dass er es nicht durchgibt. Eden 6. Da kommt also die Technik her. Ach, du sagst ja, hier ist der Benchmark gelaufen. Kammerjäger, ich
wünschte, ich könnte dir das gebührende Jacobs-Willkommen auf Eden 6 geben, aber diese KDK-Teufel sind überall. Ich sitze mit ein paar Überlebenden im Jagdhaus meiner Familie fest. Die Vorräte gehen uns aus und wir sind umzingelt. Ich brauche deine Hilfe. Hinten gibt's gar nichts. Denkt dran, dass ihr ihr Riemen jetzt verklappen könnt, wenn ihr welche seht. Ja, ja. Okay. Welche Fähigkeit haben wir dafür eigentlich bekommen, dass wir das auf einmal zerkloppen können und davor nicht? Ist das irgendwie erklärt worden? Ich hab's nicht verstanden. Ja. Plötzlich ging's halt. In der Kammer lag was. Das war auch wie ein Handschuh, den hat einer von uns eingezogen. Der Power Glove. Hat irgendjemand, wir haben's aufgenommen und danach ging das dann plötzlich. Gut, gut. Ja, ich hab das nicht mitbekommen. Auf einmal konnten das halt. War ja auch nötig in der Kammer, ne? Na, absolut. So, Waffentesten. Hier gibt's doch sicher irgendwas zu töten. Der Doktor. Nein. Ein heißes Duell. Huch! Fahrzeuge. Die sind jetzt tot. Diese feigen Fanatiker. Die Jacobs Corporation hat 300 Jahre lang überlebt, aber diese KDK-Teufel haben sich im System breit gemacht wie eine Seuche. Und nur auf Befehl dieser Kalypso-Bastarde. Sie haben meinen Vater getötet, weil er ihnen die Kammer nicht überlassen hat. Und jetzt sind sie hinter mir her. Sollen wir ihnen sagen, dass wir seinen Vater auch umgebracht hätten, wenn uns die Kammer nicht überlässt? Wir sind da nicht besser. Jemand sagt nein, wir erschießen ihn. Nein, nur wenn er uns im Weg ist. Die wurde gerade überfahren. Doch, der ist noch frisch. Die Früchte interessieren ihn nicht. Schweine. Hey, Kammerjäger, hier drüben. Wo hier drüben? Das ist ja ganz da hinten. Hey, hier drüben. Hey, hier drüben. Habe ich hier ausgewählt? Nein, oder jetzt habe ich sie aktiviert. Jetzt habe ich die Quest aktiviert. Hier, das ist wirklich da. Der Tier ist im Haus gerufen. Hör mal, du musst uns helfen, dieses Monster aufzuhalten. Er nennt sich selbst Inquisitor Blutflatter. Der Scheißkerl hat meinen besten Freund Coop umgebracht. Blutflatter und seine Gang fahren Amok und überrollen im Namen dieser Kalypso-Teufel unzählige unschuldige Zivilisten. Du musst mir helfen, Coop und all die anderen zu rächen. Besorg dir eine Karre und mach diese Wichser platt. Okay. Wenn du an den Inquisitor rankommen willst, musst du zuerst seine Gang ausschalten. Dann hast du ihn am Sack. Und zwar so richtig. La la la. Macht dir das Spawnen von Fahrzeugen wieder Schwierigkeiten? Nö, ich hab das Richtige ausgewählt. Ich hab rausgefunden, dass man zwei speichern kann. Das hat ein bisschen gedauert. Aufgetaucht sind und meinten, sie würden die Jacobs-Kammer suchen. Dann nannten sie uns Ketzer und sowas und fingen an, alle umzubringen. Das war Wahnsinn. Purer Wahnsinn. Nein. Du hast Glück. Ich liebe es, diese KDK-Mistkerle abzuschlachten. Das ist schön zu hören. Ich bin sicher, Wainwright Jacobs wird sich so praktisch für deine Hilfe. 180 Grad Wendung. Und weiter geht's. Gehört der dazu? Der gehört dazu. Ja, der gehört dazu. Teufel auch! Dem hast du richtig eins verpasst! Fehlt nur noch einer! Hat euch keiner beigebracht zu kämpfen? Der gehört da nicht dazu. Davon krieg ich nie genug. Irgendwie. Jetzt mal stillhalten, bitte! Entschuldigung, aber es war einfach nur zu lustig. Okay. Schanze! Oh, hab noch ein Turbo. Oh, wir fliegen! Tobi, da ist der Funkturm. Ja, ich hab's gesehen. Ordentlich? Mhm. Hier, bleib einfach sitzen, wir machen das. Ich hab grad einen Drink in der Das ändert ja nichts. So, wie kommt man jetzt hoch? Oder muss man die einfach nur kaputt schießen? Nee, eigentlich nicht. Oder war das schon da, wo ich war? Nee, da oben ist es, ne? Naja.
von hier und dann. Ah, da kommt man nicht drauf. Ah, okay. Okay. Leo, mach das. Du bist schon richtig. Ja. Du musst jetzt irgendwie da hochhüpfen. Ja, ich glaube nicht. Wartet mal. Was denn? Auf der anderen Seite vielleicht? Oder mit diesem Kranarm? Kranarm? Da fährt doch so ein Kranarm gerade vorbei. Ach, von oben einfach runterhüpfen. Mhm. Bloß, wie kommt man auf den Kranarm? Ah, von hier drüben, auf der Station dann. Chinesisch. Alles müssen wir selber machen hier. Bist du jetzt oben? Ach so, ich wollte jetzt hier aufsteigen. Diesen KDK-Dreck aus dem Äther zu verbannen ist wichtig. Jetzt können wir meine Art von Schmutz senden. Ja. Warum ist Tick vorhin ausgestiegen? Weil ihr über die Schanze gefahren seid und ihr dachtet, das überlebt ihr nie. Du hast gedacht, wir überleben es nie. Ich bin ausgestiegen, weil ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt habe. Ich wollte nachladen. So viel. Neues Auto, zwei neue Autos, zwei Crimson Radios, eine legendäre Jagd, zwei tote Claptraps und drei Typhon-Loks. Das klingt nach einem großen Level. Ja, tote Claptraps sind die besten. Hier gibt's auch eine Aufgabe. Du wagst es, dich dem Willen der Kalypsos zu widersetzen? Immer. Die Ketzer auf diesem Planeten werden ausgerottet. Allen ja, Ketzer sind wir auch gerne. Jäger. Komm her, wenn du dich traust. So, hier gibt's eine Aufgabe. Der Kerl klingt ziemlich wütend. Jetzt fahr sie über den Haufen und halt nicht an, bis sie kreischen. Tu es für Coop. Ich drück drauf, ja? Ja. Sind deine Freunde so? Mach langsam, Speedy. Ich futter hier ein Sandwich. Bedeutet das Wort Bremsstreifen bei dir was Gutes? Dann ist es Zeit zu fahren. Ich bin Prisa. Hüpfe in den Outrunner und lass uns Gas geben. Wir haben einen Fahrer. Wenn du beweisen kannst, dass du der Sultan der Stunts bist, wirst du der offizielle Fahrer von Guagloop. Guagloop. Ist das weit weg? Ich weiß nicht, aber die Stimme klingt irgendwie sehr übererotisiert. Nichts kann übererotisiert sein. Spring über die Rampen, Tobi! Yeah, Rampensau! Wow, wow, wow! Halt! Jemand hat wieder die Mission geändert. Nee, jemand? Ich nicht, ich hab die extra geändert. Gut, du bist bei einer Rampe gefahren. Okay, die Rampe ist da hinten. Tobi, willst du nicht erst über die Rampen fahren? Du tötest gerade Blutflatter wieder. Ja, du wechselst. Aber wir änderten es die ganze Zeit hier. Du! Nein! Ich habe Tab gedrückt, um die hier zu ändern. Plötzlich war die Blutflatter wieder drin. Deswegen war ich irritiert. Und dachte schon, das ist die hier. Los, über die Rampe, bevor es Tobi macht. Wuhu! Die Karre braucht mehr Boost! Alter, wie hoch fliegst du denn? Vor lauter Guagloop-Stil. Okay. Tobi hat die Rampe verfehlt! Ja! Ach, ich dachte, man muss da oben durchspringen. Ich bin dran vorbeigefahren, ich dachte, ich muss da oben. 12 Meter breit, wie kann man denn das? Oh, das ist der Indotyrann! Ah! What the fuck? Bist du eingeschlafen oder so? Boah, Scheiße! Aha! Oh nein, du bist mit Leo allein, ihr werdet sterben. Bist du schon wieder ausgestiegen? Gut zu fahren, braucht das Auto ist kaputt! Da kann nur ich es schaffen. Ich weiß nicht, zu Ende zu machen. Ist gut. Noch ein Test. Okay, der ist resistent gegen ziemlich viel. Aber nicht gegen Feuer. Und Kopfschüsse mag er auch nicht.
diese blöden Pfosten. Deine Mutter, du Drecksack! So fährt man! Ach, Mist! Nerven für eine ganze Woche! Club wird dich nicht mehr loslassen! Bist du jetzt bereit für... Und jawohl! Das ist ein Dreiteiler und mein Daddy ist der einzige Fahrer, der ihn je geschafft hat. Oh, scheiße. Aber das ist doch der Dinger. Yeah! Meine Inventar ist schon wieder voll. Na, hallo? Hast du nichts verkauft vorher? Doch! Alles! Yeah! Was ich konnte. Hat das geschafft! Mein Daddy hätte es geliebt, das zu sehen. Er war der offizielle Stuntfahrer von Grogloop. Bis zu dem schweren Unfall. Das ist seine alte Karre. Ihm ist das Grogloop ausgegangen. Der Motor ist verreckt und die KDK haben ihn erwischt. Ich hätte den Sprung nie geschafft. Könntest du die Karre schrotten? Ich will nicht, dass sich irgendwelche Banditen bedienen. Danke. Ich wünschte, mein Daddy wäre hier, um dich fahren zu sehen. Bedien dich an seinem Vorrat. Gehört alles dir. Grogloop, dafür braucht man Nerven. Und davon hast du mehr als genug. Ich kann mit Gewissheit sagen, du bist Grogloop-Material. Gut zu wissen. Mach schnell, Gesell. Also hieß die Bestand da. Ach so. Dann überfahren wir diesen über diesen Reim schmunzeln. So, töten wir jetzt den anderen Typen? Wir überfahren die Viecher. Wahoo. Blutflatterer. Ne. Ne. Mhm. Wo sind diese Ficken? Wo ich habe ein Kleppi gefunden. Ah, ja, ja. Befriert ihr? Wow. Jurassic Park. Ich hab sie eingefroren. Fatal ist mein zweiter Vorname. Danke. Zane Fatal Flynn. Flappy. Oh. Kiste entdeckt. Soll ich das Auto kaputt machen oder nicht? Warum? Warum? Warum gibt es plötzlich Autos kaputt? Unsere Verbündete. Okay. Wo ist denn der? Ach, da liegt er. Hab ihn. Oh, der ist da reingefallen. Stecken geblieben. Muss am Treppen rausgelegen haben. Ja. Meine neue Freundin bekommt eine kurige Hitterkleidung. Willst du Beutestipenden, muss der Schutz am Arsch sitzen. Die Kurven sind natürlich rein funktional. Verstrahlte Dinos, was soll doch nur schief gehen? Huch! Die lassen ziemlich episches Zeug fallen. Also, wörtlich. Nein, tun sie nicht. Zu grün. Oh, wow. Grünen Crap. Nein, also bei mir haben sie ein episches SMG fallen lassen. Haben wir das nicht vorher geschenkt bekommen? Ein bisschen blau. 314... 26, das würde ich sogar mal ausprobieren.
Wow. Ich helfe mal mit. Warten wir noch auf Leo? Ich bin hier. Da kommt ein Tyrann. Rex. Ich sehe hier Leo nicht eingetreten. Ich sehe dich nicht mit. Ich bin hier in dem Auto. Ich fahre ihn gerade an, aber ich glaube, mein Auto ist gleich kaputt. Er ist hin. Achso, ich dachte, du hockst hier mit in dem großen Auto, okay. Nee, ich bin in dem Einzelnen. Das ist mir zu gefährlich, wie ihr fahrt. Du! So kann ich nicht auf das... Oh, ich hab... Nee, ich treff nicht. Ich kann so nicht auf das Ziel schießen. Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Ja, weiterhaken, ne? Ja, wohin? Zur Mission. Ja, folge dem. Ach du, folge dem Panzerwagen. Über die Brücke müssen wir, glaub. Ich sag du mit. Was? Ah! Hier wird, nee, da wird man voll seekrank. Über die Brücke. Boah, das jetzt ist schrecklich. Kannst du gar nichts machen. Ha, endlich mal sieht man was vom Kampf. Ja, das könnte richtig sein. Leo, mach dann mal die Mission. Kommt ihr? Nö. Ich fahr nicht und der Doktor tötet hier gerade Dinos. Also, das Gefährt kommt euch gerade entgegen. Ja, wir sehen. Ich hab keine Waffen an Bord. Aber ich hab sie aufgeschossen. Also nicht wortwörtlich. Du hättest auch das Fahrzeug klauen können, aber... Ich saß ja gerade in meinem. Müssen warum bist du jetzt wieder zurück in die Brücke, Doktor? Ich wär schon kaputt. Okay. Achso. Ach, mit Miller sprechen. Ich glaube, das ist nur ein Einsitzer. Ja, da ist kein Platz für mich. Wie im echten Leben. Wie brutal. Das ist die Stadt Reliance. Oder sie war es. Heimat unserer besten Waffenschmiede. Außerdem wichtig für unsere Holzproduktion. Wenigstens muss mein Vater nicht mehr erleben, wie alles in die Hände dieser Banditen fällt. Ihr könnt euch jederzeit in dieses Fahrzeug teleportieren, das wisst ihr, oder? Ich bin doch schon da, warte kurz. Huch. Ich liebe es. Wo ist denn der jetzt? Vorhin war doch da unten. Ach, das war da oben. Warum? Unser Planet mag nicht viel hermachen, aber Eden 6 wird von Jacobs verwaltet. Und Jacobs ist nicht wie die anderen Konzerne. Es ist eine Familie. Wir arbeiten und sie verhindern, dass wir draufgehen. Jacobs existiert seit 300 Jahren. Wir dürfen den alten Baum jetzt nicht absägen. Die Lage mag vielleicht brenzlig für uns sein, aber die Sumpfbewohner sind stark und wir lassen uns nicht einfach so überfallen. Ich so. Werde nie vergessen, was du für Coop getan hast, Kammerjäger. Mission ab, weil ein Pflaster ohne Laster. Wie Catch Ride kommst du stilsicher ans Ziel. So, Hauptmission. Und ein Folgenpäuschen. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe doch, bis zum nächsten Mal bei Borderlands 3. Mach es gut. Tschüss. Tschüss. Freunde, könnt ihr die mal platt machen? Danke.